Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Mitte, 20.08.1941. Die letzten Tage waren nur vom Vormarsch geprägt. Kaum Kampfhandlungen außer kleinen Scharmützeln mit den Russen. Im Nachbarabschnitt sind einige BT durchgebrochen und haben versucht, die Trosseinheiten zu vernichten. Doch unsere Infanterie hat dazwischen gefunkt und 4 BTs mit Handgranaten kampfunfähig gemacht. Unser Funker Heinz hat sich am Fuß verletzt. Reicht nicht für eine Fahrt nach Hause, aber sitzt ja eh im Panzer. Das wird schon wieder. Wetter ist ganz passabel und man kommt auf der Rollbahn gut voran. Der Nachschub rollt noch gut mit. Wir dürfen nur nicht zu schnell werden, damit die Versorgungseinheiten nachziehen können. Die weiten Landmärsche schmecken unserem Kommandanten gar nicht so recht. Das ist für das Material nicht gut, scheint aber nicht anders zu gehen. Wir stoppen auf einer größeren Lichtung auf und warten auf weitere Anweisungen. Über uns sehen wir die Flieger kreisen und hoffen, dass es die eigenen sind. Leider ist das nicht so. Es gibt Fliegeralarm und wir machen die Luken dicht. Da rauscht es auch schon heran und die Bomben landen zwischen unseren Fahrzeugen. Anfahren geht nicht, da wir nicht wissen, wer alles um uns herum im Dreck oder unter dem Panzer liegt. Also abwarten, bis der Spuk vorbei ist. Als es ruhiger wird, schauen wir vorsichtig aus dem Panzer und sehen ein paar zerstörte LKW und auch Kameraden, die am Boden liegen. Ein junger Gefreiter liegt nur ein paar Meter von uns entfernt und ich greife meine Sandtasche, um ihm zu helfen. Als ich bei ihm bin, sehe ich, dass der Brustkorb aufgerissen ist und das linke Bein fehlt. Ich versuche, das Bein abzubinden, aber das Loch in der Brust scheint auch zu groß. Mit schreckensgeweihten Augen schaut er mich an. Wohl erst 20 Jahre alt, der Knabe. Er versucht mir etwas zu sagen, aber aus seinem Mund kommen nur Blasen und Blut. Das wird nichts mehr und ich halte ihn fest, bis das letzte bisschen Leben aus seinem Körper geflossen ist und er die Augen schließt. Nicht der erste Kamerad in meinen Armen, der fürs Vaterland gefallen ist. Aber es ist immer wieder schlimm, das mitmachen zu müssen. Ich beneide die Sannis nicht und bin froh, bald wieder im Panzer zu sitzen. Mit blutigen Händen sitze ich dann auf dem Turm und rauche, bis es weitergeht. 8 Mann haben wir gerade verloren, davon 5 tot und 3 verwundet. Wo war bloß unsere glorreiche Luftwaffe?